Moin moin Leute, mein Name ist ReFazer und im heutigen Dokkan Battle Video geht es wieder um ein Solltet ihr summonen, denn endlich ist es soweit. Super Saiyan 3 Angel Goku kommt zu uns zusammen mit dem Timebreaker Bardock oder den Masked Saiyan oder wie ihr ihn auch immer nennen möchtet. Wir wissen natürlich nicht, wer er ist. Das war ja damals bei Xenoverse so, und den keiner wusste, wer Bardock ist. Natürlich wussten wir alle, wer er ist. Und dieser Banner, auf den haben wir gewartet. Ihr müsst zu verstehen, und das bevor wir in die Karten gehen. In diesen Videos, für diejenigen von euch, die es zum ersten Mal sehen, gehen wir ganz kurz durch die Karten und ich gebe euch eine Empfehlung, ob ihr in diesem Banner viele Steine, gar keine Steine oder mittelmäßig viele Steine investieren solltet. Gerade für Free-to-Play-Spieler ist es natürlich sehr wichtig zu wissen, okay, wo packe ich die Steine rein, die ich mir erfarmen konnte. Und gerade hatten wir World Tournament, dann gab es auch noch die neuen Quests. Das heißt, es gab einiges, wo man sich Steine erfarmen konnte, wo ich persönlich auch mal wieder endlich was erfahren konnte und ich Steine kaufen musste. Und in diesem Banner ist es so, dass einige euch sagen werden, der Banner lohnt sich nicht, weil in dem kommenden Banner wird der Super Saiyan 3 Goku auch wieder dabei sein. Und bevor wir anfangen, muss ich dazu sagen, ich werde euch die Karten vorstellen, wie der Banner in Japan rausgekommen ist, was auch gut, glaube ich, so 5-6 Monate her ist. Das ist immer so ungefähr der Abstand, den wir haben. In Japan war es aber so, dass zuerst dieser Banner rausgekommen ist, danach kam der Super 17 Banner und danach der Kid Buu Banner. Und dann gab es den Gogeta oder Gogeta oder wie ihr ihn auch immer nennen möchtet, Banner. Den Int-Gogeta. Ich nenne ihn mal Gogeta dieses Video, weil es fühlt sich einfach falsch an, muss ich aber ehrlich sagen. Also den Int-Gogeta-Banner. Und in dem Banner, von dem Int-Gogeta-Banner, war der Super Saiyan 3 Goku auch wieder dabei. Da aber die ganze Reihenfolge für Global geändert worden ist, glaube ich nicht, dass Bandai Namco in zwei Bannern hintereinander denselben Charakter haben wird. Das ist sehr ungewöhnlich. Es ist, glaube ich, bei den Super Saiyajin 4 Gogeta mit dabei gewesen, aber sie würden sich selbst ins Fleisch schneiden, wenn die Leute jetzt hier nicht investieren, weil sie wissen, ah, in dem Int-Gogeta-Banner kommt ja was. Das nur so vorab, denn einige Leute sagen, ja, investiert hier nicht, wir wissen nicht, ob es so sein wird. Es kann sein, dass der Banner genauso ist wie damals in JP, es kann aber auch sein, dass er anders ist. Auf jeden Fall gehen wir in die Karten, die in diesem Banner dabei sind, und ihr seht es schon die ganze Zeit links von mir. Die Karten habe ich übrigens wie gewohnt auf dbz.space. Das ist eine sehr, sehr coole Seite, auf der ihr euch Karten anschauen könnt, Link-Skills, Dokkan Awakenings und so weiter und so fort. Und wir fangen mit den zwei wichtigen Karten aus diesem Banner an. Das ist zum einen der Super Saiyan 3, also Super Saiyan 3 Goku Angel Extreme Power Brawl. So nennt sich die Karte, ist eine super Tech-Lead, also ein Neo-God-Lead. Der gibt im Nicht-Dokkan-Awakening-Status Ki plus 2, Leben, Angriff und Verteidigung plus 100 und Extremtypen gibt er Leben, Angriff und Verteidigung plus 40. Dann hat er noch seinen Super Kamehameha, causes immense damage with a rare chance to stun the enemy. Das ist ziemlich cool. Er ist nicht nur ein geiler Leader, sondern seine Super-Attacke hat auch noch die Chance, die Gegner zu betäuben. Wenn wir uns seine Link-Skills anschauen, hat er Golden Warrior, Super Saiyan, Kamehameha, Over in a Flash, Limit Breaking Form und Revival. Revival hat hier überhaupt keine Übersetzung, interessant. Auf jeden Fall ein paar sehr coole Link-Skills und sein Passiv ist Rampant Strength, Angriff plus 100% und Angriff plus 15 pro Rainbow Key Sphäre, die er bekommt. Das heißt, es ist ein Rainbow Key Nuka, was gar nicht so gewöhnlich ist. Also eine sehr, sehr interessante Karte. Mit dem neuen Dokkan-Event, der im zeitgleich mit diesem Dokkan-Festival kommen wird, können wir ihn Dokkan Awakenen zu Super Saiyan 3 Goku Angel Astounding Transformation. Seine Leader-Skills verändern sich wie gewohnt für Neo-God-Leads auf Super-Tech-Typen Ki plus 3, Leben, Angriff und Verteidigung plus 120%, Extrem-Tech-Typen bekommen immer noch Ki plus 1, Leben, Angriff und Verteidigung plus 50%. Seine Super-Attacke verändert sich zu Super Dragon Twin Fists, causes immense damage with a rare chance to stun the enemy, das heißt mehr Schaden, aber die Chance, den Gegner zu betäuben, bleibt rare. Ich glaube, das liegt so bei 15%. Sein Passiv-Skill ist hier noch nicht übersetzt, aber so wie es aussieht, Angriffe auf 120% bei einer Super-Attacke und Angriff plus 20% pro Rainbow Key, die er Rainbow Out der bekommt. Und er bekommt wie gewohnt Fierce Battle, Angriff plus 15% als neuen Link-Skill. Das ist eine super Karte und das ist die To-Go-Tech-Lead-Karte. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Tech-Team zusammenbauen wollt, gerade ein Super-Tech-Team, dann ist das euer Mann, dann braucht ihr ihn. Ich persönlich werde definitiv in diesen Banner ziehen, gerade wegen diesem Mann. Das Coole ist, mit seinem Dokkan-Event kommt auch ein neues Dokkan-Awakening für den Free-to-Play-Goku, den ihr euch in einem Epic-Showdown erfahren könnt. Den könnt ihr euch ja als Base-Goku erfahren.
zu Angel Base Goku weiterentwickeln, dann zu Super Saiyajin 1 Goku, dann zu Super Saiyajin 2 Goku und sobald dieses Event und seine Medaillen da sind, könnt ihr ihn sogar zu Super Saiyajin 3 Goku weiterentwickeln. Zum einen ist es eine sehr, sehr starke Free-to-Play-Einheit und zum anderen könnt ihr mit diesem Goku die Super-Attacke von diesem Goku auch erhöhen. Ist ein bisschen Farmerei, aber es ist auf jeden Fall eine kostenlose Möglichkeit, diesen Mann auf Super-Attacke 10 zu bringen. Die zweite Karte, die in diesem Banner sehr, sehr interessant ist, natürlich ist der Masked Saiyan. Und wir haben keine Ahnung, wer er ist. Also, Masked Saiyan ist shrouded in Mysteries. Er ist ein Rainbow Leader und zwar der erste Rainbow Leader der neueren Art. Also wir haben ja die Extreme- und Super-Type-Leader, die auch für alle Extreme- oder alle Super-Typ-Karten gelten. Das ist zum Beispiel Vegito Blue, der gilt für alle Super-Typen und Rosé war für alle Extreme-Typen. Der Masked Saiyan wird für alle Typen sein. Das heißt, in diesen Teams könnt ihr wieder Extreme- und Super-Typen einfach mischen. Dafür ist ein Leader-Skill nur Ki plus 2 Leben, Angriff und Verteidigung plus 40 im Nicht-Doken-Awakening-Status. Seine Super-Attacke causes immense damage to enemy and lowest attack and defense. Also Angriff und Verteidigungsverringerung, was schon ziemlich cool ist. Sein Passiv-Skill ist Ki plus 2 Angriff, ich habe keine Ahnung, was es ist. Denn es ist hier leider noch nicht übersetzt, aber das können wir uns gleich angucken. Also Linkskill, Saiyan Lineage, K plus 1, Saiyan Warrior Race, Brutal Beatdown, Berserker, Over 9000 und Prepared for Battle. Prepared for Battle ist hier zum Glück drin, Prepared for Battle sind zwei Keylinks, ansonsten sind seine Links okay. Gerade Saiyan Warrior Race ist noch ein alter Linkskill, der nur fix 700 gibt. Wir gehen aber hier auf mal die JP-Version und ich mach mal hier auf Englisch. Und dann haben wir Dark Magical Ploy, Attack 4000 and Defense, enemy when the two bodies following. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Okay, wenn ihr den Passiv von dem Messing kennt, könnt ihr ihn mir gerne schreiben. Ich persönlich weiß wirklich nicht, was es ist. Dieses 2 ist nicht Key, aber irgendwas gibt ihm 40.000 Angriff und 15.000 Verteidigung. Ich weiß nicht was, aber wenn das triggert, ist es auf jeden Fall ein guter Passiv. Dieser junge Mann bekommt auch ein Dokkan-Event und somit auch ein Dokkan-Awakening. Wird dann zum Masked Saiyan Dark Intentions. Alle Typen bekommen dann Ki plus 3 Leben, Angriff und Verteidigung plus 50%, daher Rainbow Leader, so nennt man ihn dann. Macht immer noch immense Damage mit seiner Superattacke, verringert Angriff und Verteidigung. Hier bekommt er Angriff plus 50.000 und Verteidigung plus 20.000, war bei auch immer. Und als Link-Skill natürlich Fierce Battle 15%. Diese beiden Karten sind beides sehr gute Karten, aus dem Grund würde ich vielen von euch sagen, es lohnt sich in diesem Banner zu ziehen, denn die Wahrscheinlichkeit, einer von den beiden zu ziehen, ist etwas höher und die sind beide brauchbar. Das heißt, obwohl ihr ein Rainbow Team oder ein Tag Team, Super Tag Team bauen möchtet, werdet ihr diese beiden Karten benötigen. Das Problem ist, außerhalb von Tag Teams glaube ich, dass der Super Saiyajin 3 Goku noch gut zu gebrauchen ist, also in einem Rainbow Super Team oder in eine andere Art von Teams, die ihr machen möchtet. Aber der Bardock nicht unbedingt. Also ich glaube nicht, dass Bardock jetzt der Beste ist. Ich weiß noch nicht, wie hart er hittet. Wenn wir uns seine Max-Stats mal anschauen. Ja, 9000 Angriff, das ist nicht schlecht. Max-Stats ist, glaube ich, ja mit Orb-System. Ne, ohne Orb-System. Ja, genau, das ist mit Orb-System. Max-Stats in SSA, gehen wir mal UA, Max 8000. Es ist okay. Und wenn wir uns jetzt hier den Goku zum Beispiel angucken, der hat hier 7000 und da hat er 11.000 Angriff. Also es eskaliert schon ein bisschen besser. Wenn ich ausruhen könnte, würde ich lieber den Goku als den Bardock haben, aber ich würde auch beide nehmen. Wir haben aber auch noch ein paar andere Karten in dem Banner. Auf die gehen wir jetzt nicht ganz so im Detail ein. Zum einen haben wir den Super Saiyan Blue Kaioken Goku, der natürlich auch ein Dokkan Awakening hat. Das heißt, den könnt ihr ziehen. Eine sehr, sehr coole Agility-Einheit, die auch guten Schaden macht. Dann ist noch dabei der Int Super Saiyan Blue Vegeta, einer der besseren Blue Vegetas. Gallic Gun und genau, der macht halt Schaden. Angriff und Verteidigung minus 15%, wenn die Gegner Extreme-Typen sind und hat ein paar coole Link-Skills. Dann haben wir noch mit dabei den Int Trunks, das ist ja ein Orb-Changer, der Sword of Hope Trunks. Den habe ich auch in anderen Videos schon vorgestellt. Das heißt, zwei gute Int-Einheiten, die sehr gut auch später für den Int Gogeta-Banner sein könnten, beziehungsweise für ein Int Gogeta-Team. Ich glaube, die Bayern waren nämlich nicht dabei. Dann haben wir den Super Saiyajin 3 Gotenks, der nicht oft im Bannern war, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, der alte Tech-Leader, der Leben, Angriff und Verteidigung plus 70, glaube ich, im Dokkan Awakening Status gibt. Lass mal kurz schauen. Genau, Leben, Angriff, Verteidigung plus 70 und Ki plus 3. Das heißt, der alte Tech-Leader, den kann man auch noch ziehen. Der ist in einem Super Saiyajin 3 Goku-Team immer noch gut zu gebrauchen, da wir noch keinen anderen Gotenks haben. Dann haben wir auch noch den Super Saiyajin 3 Vegeta, der meiner Meinung nach einer der besten STR-Einheiten im Blocken ist. Der blockt ja 7 Runden lang richtig stark, kann auch noch stunnen mit einer High Chance. Das heißt, es ist eine coole Einheit, falls ihr sie noch nicht habt. Und dann ist eine SR-Karte nur in dem Banner. Und das ist hier der Agility Bardock, den kein Mensch haben möchte.
Das heißt, im Großen und Ganzen, ihr habt die Wahrscheinlichkeit, sehr, sehr viele SSRs zu ziehen und zwei sehr gute Einheiten. Das heißt, die Wertigkeit dieses Banners ist meiner Meinung nach relativ hoch. Aus dem Grund würde ich persönlich euch empfehlen, wenn ihr summonen möchtet, dann summonet definitiv in diesem Banner. Ihr müsst aber mal für euch selbst entscheiden, ob der Banner tatsächlich was für euch ist. Das heißt, ihr müsst wissen, habe ich ein Team, was dazu passt? Wenn ihr keine Tech-Einheiten habt, ja, ihr könnt dran summonen, aber dann wird euch dieser Goku halt nicht so viel bringen. Und ja, der Int-Gogeta kommt auch noch und das ist auch eine coole Einheit. Aber wenn man immer sagt, ja, irgendwann kommt was anderes, ja, dann braucht ihr gar nicht summonen, weil wir wissen, es kommt immer irgendwann was Besseres. Die Kategorienleader werden irgendwann kommen, dann ist auch ein Int-Gogeta vielleicht nicht mehr ganz so spannend. Naja, die Karte ist immer noch super. Nichtsdestotrotz, wenn ihr Bock drauf habt, würde ich sagen, summoned, eure Steine wären gut investiert. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, geht wild wie ein Super Saiyan 4 Banner, aber ich glaube, wenn man so 3 bis 6 Multisummons machen kann und die Karten ziehen möchte, dann ist das gut investiertes Geld, denn die Wahrscheinlichkeit, dann andere gute Karten zu bekommen, ist auch noch mit dabei. Das sind auf jeden Fall meine 50 Cent zu diesem Banner. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr sagt, ja, ist ein cooler Banner, ist nicht so ein cooler Banner, ob ihr summonen werdet oder nicht. Ich freue mich natürlich auch über einen Daumen nach oben, falls euch das Video weitergeholfen hat. Und natürlich könnt ihr euch gerne mein letztes hochgeladenes Video oder auch meine Dokkan Battle Playlist anschauen und mich selbstverständlich abonnieren, falls ihr auf Anime, Anime Games und Fighting Games steht.